Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Steam-Spiele erkennen. Heute mit allen aus dem Team Pietsmeet. Und es geht darum, Steam-Spiele zu erkennen anhand der Bewertungen, die Nutzer auf Steam hinterlassen haben. Ich spiele nur Xbox. Pythagorian und Cetros haben da wieder 15 Spiele rausgesucht. Und da sich von euch ein bisschen gewünscht wurde, dass es mehr Punkte gibt fürs Buzzern, wurde unsere Punktevergabe überarbeitet. Wenn ihr beim ersten Hinweis richtig buzzert, gibt es 5 Punkte für euch. Beim zweiten Hinweis 3 und beim dritten Hinweis 2. Falls ihr falsch buzzern solltet, gibt es trotzdem immer noch einen Punkt für die anderen. Also ganz viel falsch buzzern. Nice. Es sind diesmal auch kleinere Spiele dabei, um so ein bisschen Abwechslung reinzubringen. Wurde das wäre dann viel einfacher. Ja, jetzt weiß ich, warum die Punkte angehoben wurden, weil das Spiel noch schwieriger geworden ist. Das ist ja mega. Ist ja die ganzen AAA-Spiele haben wir jetzt halt schon, ne? Der arme Zurpel. Und ich sag jetzt auch mal, der glückliche Zurpel. Ich würde mich jetzt an eurer Stelle von dem ersten Spiel nicht direkt demotivieren lassen. Komm, das kennt wieder keiner. Okay, ich gehe mal nicht so direkt an den Buzzer, ne? Review 1. Just remember to be careful what you pay for. Steam can only refund monetary transactions. 35 Stunden heißt, gespielt. Das ist umsonst. Ja, ich wollte gerade sagen, das heißt nicht zurückgebbar. Nee, Ach, das heißt, du hast mit anderen drücken, bezahlt. Dass er es immer auf groß macht. Ja, womit bezahlst du denn sonst bei Steam? Mit Zeit. Ja, genau, Steam das heißt, das ist umsonst. Oder? Das kann ich würde auch sagen, das ist umsonst, Christian. Boah. Ja, ich oder was sein kann, also ich muss sagen, ja was bei mir noch leider der Fall ist, Steam versucht bei mir immer den... Oh, Jonathan. Counter-Strike Global Offensive. What? Wieso? Weil das Free-to-Play ist, oder? Nee. Das ist richtig. Also 2015 noch nicht. Ernsthaft? Also ich gebe euch den Hinweis, dass dieser Tipp nicht sagt, dass das Spiel kostenlos ist. Das Spiel, das heißt, dass du mit was anderem, also dass du nicht nur mit Geld bezahlst vielleicht, wenn du dieses Spiel spielst. Oh. It's tougher. Christian. Getting over it. Nein. Ah, ich verstehe. Aber den Gedanken. Nee, ich lass mich da aber nicht so reinbaiten. Bei mir versucht Steam immer, den Mafia-Soundtrack runterzuladen. Das geht immer automatisch in die Downloadliste. Ohne Scheiß. Also, und wenn du es dann auf X klickst und sagst, will ich nicht, dann sagt dir beim nächsten Start, ey, ich habe da einen Soundtrack für dich. Und ich denke mir jedes Mal so, nein! Lade den doch einfach runter, dann. Dann ist ein Kampf Prozise. Gegen den Soundtrack. Fuck you. Okay, ich gebe euch den zweiten Hinweis, dafür gibt es immer noch 3 Punkte, ja. Welchen Button kannst du oben auf den Button drücken, Peter? Den da? Ne, den daneben. Den ich da? Meinte. Oh, das ist aber viel zu groß, das oder? Das ist doch mega. Dann sehen wir das zumindest. Ich habe das Fenster eh kleiner. Okay, ich finde das viel zu groß. Alles lesen sollen. Also, ich sehe da, ich kann da die Pixel sehen. Hätte ich vorher auch, also so kannst du das auch lesen. Christian. Ja, ich hätte den Rest lesen sollen. Ich habe nur bis Mom gelesen, deswegen sage ich Binding of Isaac. Nein. Das ist natürlich Goat Simulator. Nein. Fuck. Der Text stimmt, ist Kill weil da eine Ziege Mom. Drin ist. Don't ja. be upsetty, have some spaghetti to forgetty, you regretty. Christian. Mafia. Oh. Ach, brauchst du eigentlich den richtigen Teil? Oh, das wäre so witzig. Oder reicht die Reihe? In dem Fall sage ich euch, es gibt nur einen. Na, schade, hätte ich das mal vorher gewonnen. Eminem, das Spiel. Schon echt schwer, sich, das ist echt schon schwer, sich Mom's, nicht so ja, demotivieren zu lassen. Ist doch Marshmallows. Ja, die anderen sind einfach, ich schwör. Ja, okay. Keine Ahnung. Ich gebe euch noch den letzten. Auch schwierig. This game made me laugh. The two most hated fonts in history. What? Ja. Comic Sans und? Ja, Comic Sans ist eine davon, ja. Ich sag euch sogar, dass die andere Papyrus ist. Oh! Ja, dann, Peter, danke für den Tipp. Ja, Mensch. Gern geschehen, Jonathan. Extra. Das ist aber stark. Ich bin ein Gönner. Ja, bist du wirklich ein Gönner, bist mein Lieblingsmoderator. Ich hab keine Ahnung. Also, es muss ja 2015 ja rausgekommen sein und die Leute haben es so 10 bis 20 Stunden gespielt. Der andere hatte 38 oder so. Ja. Gute Analyse soweit.
Ich kann euch sagen, dieser Kommentar bezieht sich darauf, dass zwei Figuren in diesem Spiel vorkommen, die heißen Papyrus und Sans. Was? Wow. Next. Okay, das kenne ich nicht. Ja, ich fürchte, ihr habt es auch alle nicht gespielt. Ja, dann ist es schwierig. Ich gebe euch noch einen letzten Tipp. Ich habe es gespielt und geliebt als einziger von uns. Du hast es auch geliebt als einziger. Muss halt ja irgendein Muschspiel sein. Wenn ihr es nicht gespielt habt, dann könnt ihr es ja auch nicht geliebt haben. Ja, aber würden wir das denn, also haben wir das nicht gespielt, weil wir das kacke finden? Das weiß ich nicht. Achso. Kann bestimmt finden. Jeder spielt doch immer so komische Spiele. Und dann findet er die so mega geil. So komische Spiele. Ja, Undertale. Richtig! Oh nein! Das habe ich aber gespielt. Ach, scheiße. Ah, das hast du gespielt. Ja, Entschuldigung, das habe ich dann nicht am Schirm. Hattest du das durchgespielt? Nee. Okay. Undertale, da heißen die Papyrus und... Es gibt zwei Figuren, ne? Zwei Skelette, die heißen Papyrus und Sans, ja. Ah. Ja, brillantes Game, aber... Ah. Aber weil es kein Nischentitel, das ist schon ein bekanntes Spiel. Das stimmt. Ja. Auf jeden Fall. Aber ich würde sagen, das andere ist für euch einfacher, weil ihr damit mehr Kontakt hattet, vielleicht. Ja, vielleicht einleuchtend. Kontakt! Review 1. Elden Ring. Christian! Scheiße, von wann ist er? Death Stranding. Richtig! Was? Oh. 5 Punkte für dich! Ich habe gerade noch schnell geguckt, ob da ein Ja beisteht, aber das ist rausgenommen. Ja, ich kann euch sagen, das Quiz wurde Januar 2023 vorbereitet. Also die, wenn da kein Ja drin ist, ist das wahrscheinlich ein Kommentar von diesem Jahr. Vielleicht hätte es sich also eher rausgeworfen. Aber wenn das im Januar gemacht wurde und der Kommentar ist von April. Also, der gibt keinen Sinn. Das wird geil. Ja. Also 2022. Wie kann man bitte Death Stranding 255 Stunden spielen? Hardcore, also, ich hätte Peter 255 Stunden zugeguckt. Also, ich kann euch noch kurz die anderen sagen. Ja, Almost makes me want to go for a walk for real. Und. Directed by Hideo Kojima. Ja, Game Design by Hideo Kojima. Und so weiter und so weiter und so fort. Ja, das ist lustig. Motion Capture Voice Cards. Sam Porter Bridges. Ja, Localization Afrikaans. Das sind übrigens alle 6 Charaktere, die in diesem Spiel vorkommen. Gut Job, Christian. Der jetzt das hier führt gut, mit 9 Punkten. Jetzt kann ich wieder Quatsch drücken, das ist gut. Ja, also, vielleicht gibt es jetzt hier in der Jason Motivationskurve wieder einen kleinen Downer. Aber dann ist man auf und ab, das ist wichtig. Also, ich habe bislang kein Spiel davon gespielt, von den zweien. Also, ja, gut, null. Aber gehört hin, hast null. 100% bisher. Ja, von Undertale habe ich auch gehört, Peter. Ja, sag ich ja. Gehört ja, aber da komme ich da ja nicht drauf. Aber ja, ich habe von mir nicht gehört. Halt also, du hast doch bestimmt schon mal von Trinidad und Tobago gehört. Du würdest trotzdem die Länderflagge nicht erkennen. Also. Da ist richtig. Oh. Zum Glück geht es hier um Videospiele. Ja, was ein Glück. Vergleich, Jane. Komm, Peter, hit Spiel 3. Hit me with your best shot. Level 91 joins the level 1 game, offers help, kicks me, goes to level 91 game, asks if you have a good DPS hero. I say yes, showing him my 2.1 million DPS. Ja. Path of Exile. Nein. Kicks me because I'm too OP. 10 out of 10 IGN would play again. Kann man denn Level 91 sein? Oder? Also ich kann euch sagen, weil das hier schwer ist, dass hier, ich glaube, entweder alle oder die meisten das schon gespielt haben. Christian. Destiny. Nein. Oh. Habe ich auch kurz dran gedacht, aber Christian, ich glaube, da gibt es nicht so viel Level. Ja, weiß ich nicht. Also ich meine, Level 30 oder so ist dann, oder 45 später, ist dann schon Ende. Der Skill Tree ist auch nicht so riesig. Oh, shit. Nice, Fran. Was möchtest du sagen? Was ein Fehler? Ja, ist egal. Zählt ja trotzdem dann. Ich nehme Call of Duty. Oh, stimmt. DPS. Ich finde, Call of Duty hätte ich als nicht so schwer empfunden wie dieses Spiel. Ja. Wir haben 20 Folgen dazu auf unserem YouTube-Kanal. Und 20 Folgen auf unserem YouTube-Kanal. Okay, das kann nicht sein. Was könnte denn sein? Ich gebe euch den nächsten Hinweis. Ja. Sex is cool, but have you gone from level 1 to 74 in a single tavern defense run? Wobei kann man denn leveln? Sepp! Orcs must die. Dachte ich auch erst, aber da kann man doch nicht leveln, oder? Weiß ich nicht. Interessanter Gedanke ist aber falsch.
Das ist nämlich Ox Must Die 2. Mm. In dem Fall brauche ich den genauen Teil. Ja, warte mal, 3 natürlich. Es ist natürlich nicht ein anderer Ox Must Die, das sage ich ja, euch auch. Schade. Okay, schade. Das ist The Mentalist. Warte mal, aber das sind schon hohe Level. Und da haben wir, warte mal, 20 Videos. Ich sehe hier auf jeden Fall Bram und Sepp und ich glaube, ich habe es aufgenommen. Tavern Defense Run. Vielleicht hat Jay deine 100% Folgen werden vielleicht gehalten. Ja, also, das ist nicht unmöglich. Nicht nur vielleicht. Nee, doch, habe ich gerade. Ich glaube, ich habe da gerade Jay durchs Bild springen sehen. Durchs Bild oder war es Ice Cube? Das kann auch sein. Moment. So alt ist das schon. Bild springen. Ja. Und ich war dabei. Ich habe keine Ahnung. Nee, es ist Jay. Jay, du hast es gespielt. Vielleicht ja, aber auch nicht mit Spaß. Ja, sorry. 20 Folgen. 20 Folgen, ja. Okay, ich weiß, warum haben wir nach 20 Folgen aufgehört damals? Hey. Vielleicht einfach, weil wir fertig waren? 240 Stunden ist auch echt. Single ja, weiß ich nicht. Fertig, wenn ich mir dann angucke, da 240 Stunden gespielt. Ich gebe euch den letzten Hinweis: Es gibt immer noch. Oh! Sepp? Ah nein, es kann nicht. Es kann nicht. Oh mein Gott, ich bin dumm. Ich dachte, es wäre der Fortnite Tower Defense Gedöns, aber es geht ja nicht. Fortnite. Das ist epic. Nope. Letzter Hinweis. Aber mittlerweile muss er echt viel. You truly are defending the dungeon, unlike Dungeon Defenders 2, where they just make you defend a cave. Sebastian? Dungeon Defenders 3. Nein. Gibt's das? Make you defend a cave like some sort of jackhole. Ich weiß, glaube ich, welches Spiel das ist, aber ich kann mich nicht dran erinnern, wie das hieß. Also wir haben damals, ich weiß noch nicht, warum das Dungeon Defender Game gespielt. Das hieß auch Dungeon Defenders. Da haben echt? Wir, ich weiß doch, da war der Magier so völlig OP. Jo, stimmt, war da auch so ein, jetzt, I so ein can't Tower remember this play. In ja. Third Person oder so. Aber wie hieß das? Das hieß Dungeon Defenders. Ah, ich nehme mich mal ganz entspannt zurück. Na Jay, wie es Fußball sagt, langweilig ist ja nichts. Du das ja auch nur. Geh kurz in Diablo rein. Wie hieß das? Kurz so eine grinden. Aber keine Ahnung, vor allen Dingen, der Review jetzt dran. Ist auch schon wieder von 2021. Also ich gebe euch einen Tipp, das ist nicht GTA 6. Dann zähle ich mal runter. 3, 2, 1, vorbei. Wieso sagt denn keiner Dungeon Defenders? Weil 2021 ist das schon über 10 Jahre alt. Es ist Dungeon Defenders. 1? Ja. Oh. Ja, weil halt Dungeon Defenders 2 da steht. Ja, jetzt sagt die ganze Zeit, ja, wir haben dieses Spiel gespielt damals, da wo der Magier OP war, das hieß Dungeon Defenders, ja. Aber ich weiß nicht, was die hier suchen. Für mich war eins raus nach dem drei raus, also. Wieso willst du eigentlich nicht nur die Reihe haben, Peter? Das ist voll assi. Naja, weil da Dungeon Defenders 2 steht, das wäre da ein bisschen bescheuert, oder? Nee, wären wir trotzdem nicht drauf gekommen. Wenn's halt schwierig, wenn da unlike Dungeon Defenders 2 steht, dass es dann eine Review of Dungeon Defenders 1 ist. Also ja, jetzt kann man es verstehen, aber ich fand Dungeon Defenders 3 viel offensichtlicher. Und deswegen habe ich halt Dungeon Defenders 1 nicht gedrückt. Teil 1 habe ich zuletzt gespielt am 14. Dezember 2011. Ja, 2011 haben wir 20 Folgen gemacht und danach nie wieder angepackt. Ja. Mensch. Da haben wir aber mehr, glaube ich, zugespielt, als 20 Folgen zu machen. Das weiß ich nicht. Ich meine, das wäre auch so ein Spiel gewesen, wo wir echt viel. Ich glaube, das nächste geht jetzt wieder schneller. Okay, ich brauche Punkte. Review 1. I hate this game. It keeps kicking me in the balls and yet I keep going back for. Christian. Getting over it. Ja. Ja. Nein. Was? Christian. Alt F4. Nein. Alt F4 2. Gibt's das? Und 2018. Ja. Ich weiß nicht, wann das rausgekommen ist. Ja, das stimmt. Das, ist wirklich, das könnte auch schon das ewig alt sein. Leider alt F4 Games, Christian. Gut try. Nee, das Team habe ich, glaube ich, alt F4 gehabt, oder? Scheiße. Ja, ich weiß. Ich dachte, das heißt alt F4 Games. Auf jeden Fall kein Spiel für mich. Oha. Ich wollte gerade Dark Souls drücken. 2000. Es ist FIFA. Ich meine, tatsächlich könnte das ja noch auf alles Mögliche passen. Das ist auch alles. Das ist 5 Jahre her. Evil Within 2. Nee. Ja, mittlerweile Horror Main. Ich gebe euch mal den zweiten Hinweis. Baba Game für Leute, die gerne Nacktkarten. Christian? Ach, leck mich doch. Ich habe nur Baba gelegt. Baba ist you. Baba
Mama Game für Leute, die gerne Nacktkartenspiele spielen. Jetzt wisst ihr auch, warum das kein Spiel für mich ist. Was? Was? Weil du nicht gerne Nacktkarten spielst, oder weil ich was? Nicht gerne Kartenspiele spiele. Christian. Boah, Magic the Gathering. Nein. Yu-Gi-Oh! Nein. Du spielst aber, nicht aber gerne wie? UNO? Aber wieso muss man nein, so Game, so Games, wo so Karten ein Teil davon sind. Die erste so. Review ist ja quasi, das Spiel ist ja super schwer. Ich weiß nicht, wie die alle heißen. Ich bin auch nicht so der Kartenspiel. Sebastian. Schnelles Bayern. Richtig. Was hat das denn mit Nackt zu tun? Super schweres Kartenspiel kann nur ein Schnelles Bayern sein. Das war gar nicht so schwer. Ich hab da nicht gut. Ja, ich bin da bei Peter leider. Also, ich habe auch Slave Aspire, genau, ich habe Slave Aspire halt im Kopf gehabt, aber ich drück doch nicht, wenn da steht Nackt-Kartenspieler. Was hat damit zu tun mit nackt? Weiß nicht. Was vielleicht spielt ihr gerne nackt die Kartenspieler. Also, okay, also du fährst ja auch bisher ganz gut, du führst ja. Wirklich? Muss man sagen. Ja, ich drück einfach gar nicht. Die ich glaube, das ist gar nicht so schlecht. This game is my Hearthstone killer, Blizzard's wild standard money grabbing plans can suck STS's fat long Spire. Okay. Ja, das ist einfacher. Ja. Da hätte ich auch Slaze Spire gedrückt. Krass. Also auf Slaze Spire, wegen diesem Nackt-Ding, war das bei mir raus. Ist, keine also, Ahnung, gibt es da eine Not Safe for Work Edition oder was, wo die Viecher da einfach nackt rumlaufen? Und vor allen Dingen ist das Spiel auch gar nicht so bockschwer gewesen. No, das stimmt, das so fand ich auch nicht. War also das der Krieger oder Barbar oder war doch immer das erste Vieh war einfach? Ja, also das ist natürlich von mir aus schwer, aber das ist halt in Relation noch zu anderen nicht so, so viel schwerer, dass ich mir denke, boah, Alter, Junge, das ist mir absolut schwer. Du kannst du die Ebenen noch erhöhen, den Schwierigkeitsgrad, indem du es halt öfter durchspielst. Ja, das ist richtig. Schwer. Aber schwere Spiele sind für mich beim ersten Mal schwer und nicht... Jo, okay. Ich mach's mir selber schwerer, wenn ich den. Also Diablo 4 ist für mich kein bockschweres Spiel, nur weil ich T19 einstellen kann. Okay. Ich mach's mir einfach nur selber. Spiel 5. Ja? Review so 1. Dropped 200 feet. Scheiße. Ja, egal, jetzt sag ich getting over it. Nope. Stabbed a dude in the neck, survived the fall, slow time and then blew up other dudes. Christian. Dishonored? Richtig! Oh, stark. With tanks filled with whale oil and then summoned a swarm of rats to eat them. Ich auch nicht gespielt, aber das klingt so wie dieses Video, was wir gesehen haben, wo der die Leute alle so crazy wegmacht. Da musste ich auch direkt dran denken, als ich das gelesen habe. Ja, gutes Spiel. Murders everyone in Dunwall to prove that he didn't murder someone in Dunwall. Sehr gut. Und Ehre genommen. Wow. 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 Achso, wegen Dishonored. Oh mein Gott. Okay, nice. Das war der Spiel nicht Nummer offensichtliche 6. Tipp. Ich habe keine Lust mehr auf den Sommer zu warten, ich paar-snippe jetzt. Oh. Warte. Was? Oh, Sniper Elite 4. Nein. Tja, es ist leider 3. Also, wir sind ja zeitlich von den Jahren nicht so abhängig, was da steht. Deswegen sag ich mal Stardew Valley. Richtig! Was? Weil das. Okay, da bin ich jetzt auch nicht. Also, Pass, das ist doch irgendwas, was du anbauen kannst, oder? Und Pass Snippen ist dann hier diese Romance-Quatsch. Eine Anspielung auf Paar Schippe? Ja. Ja, das habe ich verstanden. Also, ja. Und 368 Stunden ist halt auch. Ja, krank. Muss schon ein krasses Spiel sein. Das und stimmt. Du kannst halt vielleicht holy manche shit. Sachen nur im Sommer weiterführen, manche ja, Romances. Deswegen. Christian hat da die Rätsel in seinem Kopf zusammengezählt und alles richtig beantwortet. Es ist Stardew Valley. Good job. Die nächsten wären noch gewesen. I stopped smoking because I don't have time for that. Because there are crops to water. Und Harvest Moon for PC. 10 out of 10. Was ist denn hier aus dem Schokoladending geworden? Ja, sehr gute Frage. Das hätten die mal bei der PC Gaming Show oder so zeigen können, was da passiert. Die zeigen doch da nur Scheißspiele. Ja. Das war schon lustig. Nächstes Spiel, ich hätte gerne den genauen Teil. Und irgendwelche Burgen, habe ich gehört. In Germany we say, mashallah, heftig, deftig. Alter. Was? What the fuck? Okay, das ist Christian. Easy, das ist der Dönerbuden-Simulator. 1. Zwiebel und Schaf. Ich habe eine Frage, Peter, ja? Du kennst ja den Titel. Ja? Ist das eine also kannst du das mit dem Spiel auch, könntest du das verbinden? Nicht ansatzweise. Was? Ich habe auch nichts gesehen. Nicht mal ansatzweise. Peter ist tot.
warte mal, ich bin schon bei Spiel 7, ne? Ja, ja. Nicht mal ansatzweise habe ich. Oh, wow. Dann lass mal weitergehen. Ja, verstehe ich überhaupt nicht, was ich sage. Ein guter Bild. Aber es gibt immer noch 3 Punkte für Pretty Cool Garry's Mod Custom Campaign. Das wiederum verstehe ich. Okay, das verstehe ich nicht. Deftig. Also, ich würde sagen, vergesst die Review von davor. Okay, also die 5 Punkte Review sollen wir vergessen. Ja, weil die kommt. Wie ist denn das? Ich weiß nicht, ich komme nicht auf den Titel. Darf ich das beschreiben? Also ist auf jeden Fall ein ironischer Kommentar, würde ich sagen. Aber nee, ich brauche schon den Titel, sorry. Ach. Verstehe ich nicht. 21, das davor war 2018. Wie hieß das denn? Ich glaube, das habe ich sogar zweimal gespielt. Kann man dir helfen, Christian? Fängt ihr mit A an? Ist es vielleicht. Ja, ich denke drauf mal. Fängt ihr mit B an? Nee, ob das dieses. Erst war ein Fan-Remake und dann ist es, glaube ich, auf Steam erschienen. Dieses von Half-Life. Wie hieß denn das noch? Von Half-Life. Half-Life 1 ist doch irgendwann mal quasi geremaked worden und erst war das nur so ein. Weiß ich was, Fan und irgendwann ist er auf Steam auch wirklich rausgekommen. Keine Ahnung. Ja, ich weiß, was du meinst. Ich weiß, was du meinst. Ich weiß, was du meinst. Das Problem ist, mit Garry's Mod kannst du natürlich ganz viel machen. War das irgendwas mit Blue, was du meinst? Nee, nicht Blue Waffle. Shift. Das ist das erste Add-on. Genau, es ist Blue Waffle. Okay, also, ja, gut, dann gehen wir zum letzten Hinweis. Wenn ich mir das Spiel zweimal hole, habe ich dann Complete Life 4? Half-Life 2? Richtig! Es war nur Half-Life 2, ja. Oh mein Gott. Es war Half-Life 2. So, warte mal, ich guck mal, oh mein Gott, was ich meinte. Ja, das meinte ich mit ironischer Kommentar, weil das natürlich, also daraus kam Garry's Mod und. Ja, das ist ja auch absolut okay. Auch in Verbindung mit dem ersten perfekten, weißt du, deftig, schmämpflich, Digga. Maschallah, heftig, deftig, verstehe ich nicht. Also, ne? warum so war ich nicht früher auf Half-Life 2 gekommen? Scheiße, wie heißt das denn? Gute Frage. Beim nächsten brauche ich wieder den genauen Teil. Review 1. Black Mesa, oh mein Gott. It's like walking up on Christmas morning after being promised a puppy, only to find a skeleton in a box. Hm. 2014. Alter. War wohl eine Enttäuschung. Verstehe nicht. 31 Stunden Enttäuschung. Eine Stunde gespielt und dann die Rezension schon geschrieben. Aber danach noch richtig reingegrindet. Danach noch richtig reingegangen, stimmt. 2014. Hinweis 2. Schrödinger's Katze, the game. You may think he's hacking on that phone of his, but really he's playing Pokemon Go. Mhm. Oh, warte mal. Sebastian. Ich habe ja eh wenig Punkte und drücke einfach immer random. Watch Dogs. Mir fiel der Name nicht mehr ein. Oh nein. Gab's damals schon für Steam. Mir fiel der Name nicht mehr ein. Scheiße. Das ist das Hacking-Game, wo du die ganze Zeit immer auf dem Handy rumdadelst. Ja, stark. Scheiße. Warte mal, da ist der zweite Hinweis gewesen, ne? Ja, da muss ich 5 Punkte hätte ich gerne. Leider wieder 3 Punkte abziehen. Ey, komm, das war so bockschwer. Nein, nur 2. Nein, warte nicht, das wusste sogar ich. Ich habe mir fiel der Name noch nicht ein. Das wusstest du also nicht. Spoiler Alert, there aren't any dogs. Das ist schade. Alan Pierce oder so hieß der Typ, das wusste ich. Wir haben jetzt so eine komplette Open World gemacht und es gibt keine Hunde. Adam Pierce. Aiden, glaube ich, oder? Aiden Pierce, ja, keine Ahnung, irgendwie so weiter. Hab das Spiel nicht so lange gespielt. Hunde kannst du nicht hacken, Christian. Spiel Nummer 9, brauche ich wieder den Teil, bitte. Review 1. Nur den Teil, okay, 1. Na, Spielname und Teil, Ficker. Ist wie Arbeit, man fängt an und hat nach 5 Minuten keinen Bock mehr. Man hat nach 5 Minuten keinen Bock mehr und spielt nochmal 43 Stunden oder so. Also wir haben ja jetzt gelernt, wenn da kein Jahr hinter ist, ist das Ding aus dem Jahr 2022. Also der Kommentar meine ich. Okay. Welche Enttäuschung spielt man denn trotzdem 100 Stunden? Ja, oder was? Also, oder dass man nach 5 Minuten keinen Bock mehr hat, das kann ja nur Dota sein. Also Dota, was ist das? Dota 2 ist das jetzt das aktuelle, ne? Das aktuelle, ist Dota 2 und deine Antwort ist falsch. Also ist doch ganz eindeutig. Wenn man die ganzen Fakten analysiert, ist das Elden Ring. Nein. Wonach hat man denn nach 5 Minuten keinen Bock mehr? Ja, hört also, wenn der erste so ein Boss sich die Trials Evolution.
Ey, das ist auch wie Arbeiten. Ja, für dich das vielleicht. Passt doch. Brauchst du den genauen Snowrunner, das passt auch perfekt. Was ist denn Snowrunner? Snowrunner. Snowrunner. Alter, das haut hier. Ey, das sind perfekte Games Beispiele. Aus, ey. Hey, das ist wie Arbeiten. Gerade Snowrunner ist doch richtig wie Arbeiten. Das ja, stimmt. Jetzt weiß ich, was du meinst. Ja. Aber ich glaube, dein erster Gedanke, dass das eher so Richtung unzufriedene Fangruppe geht oder vielleicht sogar teilweise minimal toxisch, so wie bei Dota, ist vielleicht die bessere Herangehensweise. Hm. Toxische Community, okay. Ja, Let's weiß ich go. Nicht, wie Fangen toxisch wir die wirklich ist. Aber in dem Fangen Fall ist es unzufrieden. Counter-Strike. Ich gebe euch mal den zweiten. Stimmt, Counter-Strike ist eigentlich, ja. Games missing the early access tag. Oh. Das ist aber bestimmt ein lustiger Kommentar. Auch vom 7. November. Ja. Ja. Nein! Letztes Jahr, ne? Ah, Assassin's Creed Valhalla. Da Forest 2. Das hatte einen Early Access Tag. Ja, das ist richtig. Du brauchst den genauen Titel, wa? Ja. Den genauen Teil. Aber die haben da trotzdem 73 Stunden. Zwei. Also, ja. Also die bollern da volle Kanne rein, haben aber trotzdem irgendwie. Also bei Assassin's Creed würde ich zumindest. Ja, dann Call of Duty Modern Warfare 2 / Warzone 2. Richtig! Oh, stark! Aber wäre ich jetzt auch nicht drauf gekommen. Warum ist das so schlecht bewertet? Warum hat man da noch 5 Punkte? Weil das am Anfang, also der die ersten 4 Wochen waren echt schrecklich. Aber das waren doch genau die 4 Wochen, wo wir das auch gespielt haben. Das ist richtig, aber da war das aber auch richtig kacke, im Gegensatz zu jetzt zum Beispiel. Ja, das war Call of Duty Modern Warfare 2, also die Leute waren da relativ unzufrieden. Dritte war auch Call of SBMM Modern Camping. Achso, ja, okay. Ach krass. Ja, weil ich glaube, die ersten 4 Wochen war die Zeit, wo ich das Spiel gespielt habe und danach war Feierabend. Wofür steht das SBMM? Das ist dieses, ist das dieses sonderbare Matchmaking, wo sich dann alle immer drüber beschweren? Skill-based Matchmaking. Ja, Skill-based Matchmaking, genau, ja. Übrigens finde ich das auch hier wieder so geil, 6 Stunden gespielt, negative Rezension, nochmal schön nach. Ja, aber Call of Duty muss halt daddeln. Mit 57. Und es wird dann ja auch besser, sie haben es ja dann ein bisschen gepatcht. Oh Mann, ey. Okay, next game. Spiel 10 von 15. Review 1. Der beste Weg, um in 5 Minuten so viel Schaden im eigenen Kopf anzurichten wie ein Hirntumor im Endstadium. Diablo 4. Fühlst du dich nach Diablo 4 schlechter und dümmer als vorher? Ja, auf jeden Fall. Aber sowas von. Die Hirnschmelze ist sowas von schon in Kraft getreten bei dem Spiel. Brauchst du da den genauen Titel? Ja. Scheiße. Also, es könnte jedes Diablo sein. Ich kann Diablo euch 3. den Hinweis geben, auf Steam ich noch nie von diesem Game gehört. Mega. Dann trinke ich mal einen Schluck Wasser. War doch ich nehme meinen Spann zurück und warte. Ich hole mir ein neues Wasser. Ja, okay. Ja, ich geh kurz kochen. Oh, wie hieß das Spiel? Surgeon Simulator. Hey, da habe ich doch schon von gehört. Ja, als ob du dich daran erinnern kannst, ob du dich daran das schon mal gehört hast oder nicht. Ob du dich daran erinnern kannst, dass du dich daran erinnern kannst. Peter Videos zugemacht. Ja, das mag es sein, aber das interessiert doch Peters Gehirn nicht. Nein, aber da wird er sagen, oh ja, stimmt, kenne ich. Gedächtnis. I love getting roundhoused kicked by someone while I'm learning to stand. Keine Ahnung, Alter. Ich gebe euch direkt den nächsten. How to play this game, drop to knees, perform various breakdance moves, oh, get head mal. Kicked off, cry. Vielleicht kennt Christian das. Doch. Haben wir das nicht kurz gespielt? Ist das dieses Game, wo du wirklich diesen Ringkampf hier so UFC-mäßig machst und dann auch die Gliedmaßen so steuerst, wo du die ganze Zeit auf die Schnauze geflogen bist? Hm. Wie ist denn das? Mount Your Friends. Oh ja, stimmt. Das war so wie so ein, das war so ein Trash-Night-Titel oder also. Ja, ich erinnere mich, das ist doch so in diesem, ich sag mal, Future-White-Look gehalten. So mit so Kugeln, einzelne Gliedmaßen sind so Kugeln, die du dann so steuerst und dann sagst du vor, okay, beweg deinen Arm gleich dahin und auf die Knees droppen wir dann eins, weil keiner von uns stehen konnte. Ich weiß aber absolut nicht mehr, wie richtig. Keine Ahnung, hat noch nie von gehört. Also wir haben dazu ein Video auf unserem Kanal, aber das ist nur das eine Video und das haben auch nur Bram und Hardy gemacht. Ja, oh, ich erinnere mich an das Spiel, das war cool. Also das Bram hat es auch gerade komplett erklärt, muss ich sagen, aber ich wette, du weißt nicht mehr, wie es heißt. Natürlich nicht.
Deswegen. Reicht dir, wenn ich dir, Moment, reicht dir, wenn ich sage Trash Night Folge und dann sage ich dir die Folgennummer? Nicht, nein. Wenn du jetzt nachguckst. Ich, nein, natürlich nicht. Ja, okay, dann, wow, dann lass ich es sehen. Also, wenn ich jetzt nachgucke, dann ist ja richtig. Wenn ich nachgucke, sage ich dir auch den Titel. Dann kann ich auch den Titel gucken. Ja, genau. 34. Nee. Schade. 35. Nee, weit weg aber auch, Leute. Jonathan. 60. Guck mal, Jonathan sitzt sich da. 61. Richtig. Ganz einfach. Ein Punkt, schade. Nee, zwei. Beim dritten Mal gibt's. Aber ich habe immerhin endlich mal was in dieser Spielshow richtig das beantwortet. Das stimmt, das war deine erste richtige Antwort. 61 als Antwort. Wie heißt das Spiel? Tori Bash. Ja, wusste ich. AKA 61. Tori Bash. Tori Bash. Aber, also ich habe da ja nicht mitgemacht, aber haben wir nicht auch so ein ähnliches, wie gesagt, mal gespielt, wo du. Ich weiß, welches du meinst, ich weiß nicht mehr, wie das hieß, aber das ist auf jeden Fall ein anderes. Ich habe mir gerade Tori Bash angeguckt und das ist ganz anders. Würde ich sagen. Schmutz. Spiel 11, Rezension 1. You Become Gaben. Bram. The Stanley Parable? Nee. What? Game Dev Simulator. Richtig! Wow. Zwei Sachen richtig. Let's go. Jetzt werden wir noch erster. Stark, Jonathan. Ja, also, du bist selber zum Spieleentwickler quasi, ne? Ich wenn dachte man eigentlich, Games also macht. Spieleentwickler, ich habe eher gedacht, also so, wie, wo wird man möglichst reich? Ja, kannst du bei Game Dev gut. Ah, meinst du, das ist mit Gaben so wie bei McDonald's, die, wo, deren Geschäftsmodell ist ja eigentlich Geld zu verdienen über Grund und Boden. Weil die sind ja, und die machen Burger ja nur, weil das dem hilft. Aber das ist ja nicht der Unternehmenszweck. Und den dann, Gaben Grund und Boden? Nee, da nicht. Und Gaben macht, will einfach Geld verdienen. Der einfachste Weg für ihn war einfach ein scheiß Spiel zu entwickeln. Ich meine aber eigentlich Latte, was er entwickeln möchte. Er hätte auch Putzmittel gemacht, wenn er damit genauso reich geworden wäre. Ja, das glaube ich nicht. Spiel Nummer 12, Review 1. Ich brauche den Teil. I guess the anti-cheat is working because if you can't play the game, you can't cheat. Ja, da gab es ganz schön viele von. Ja. Auch wieder 10 von 10 nach 0,1 Stunden. Kann man. Erstmal eine negative Review. Ja, gut, aber wenn du das Spiel nicht spielen kannst, dann würde ich da auch eine negative Rezension reinmachen. Aber dass du dann nach 10 Minuten rausfindest und dann noch 90 Stunden rein investierst, ist krass. Sebastian. Ich bin mir nicht so sicher, ob man das auch auf Steam spielen kann, aber Valorant hatte so Anti-Cheat-Probleme. Ich bin auch überlegen, welches Spiel letztes Jahr so Anti-Cheat-Probleme hatte. Da gab es da bestimmt irgendeins, was das auch ein bisschen größer war. Weiß ich sogar tatsächlich eins. Ja, dann drückt doch und sagt das. Oder sagt mir das nicht, drückt das. Aber das läuft nicht auf Steam. Ja, aber das trotzdem. Zum Beispiel. Nein, ich sag dir keinen auf, ich geb dir das. GTA 5. Ich hab kurz drüber nachgedacht, einfach zu drücken und GTA 5 zu sagen. Okay, dann gibt es den nächsten Hinweis. I make the same mistake. Okay, es ist doch FIFA 23. Richtig! Ah, okay. Oh mein Gott, Mann, ich wollte das als erstes noch. Dann hättest du noch zwei Pünktchen mehr gehabt. Dann hätte ich zwei Punkte mehr gehabt. Mhm, es ist FIFA 23, Scheiße. Ja. EA. Ja, die hatten das nämlich auf EA Play, konnten das ein paar Mods nicht spielen, weil sie halt irgendein Anti-Cheat-Problem hatten da angeblich. Waren da sehr sauer drüber. Ja, ich glaube, EA hat seit einiger Zeit alle Spiele, die sie rausbringen, auch wieder auf Steam, ne? Wenn ich mich recht entsinne. Ja, weil ihre eigene Plattform halt nicht so groß ist, ne? Und die letzte Rezension. Aber boah. Die haben ihre eigene Plattform doch jetzt neu gemacht. Ja, aber nicht. Ja. Ey, du brauchst die auch noch, wenn du die Spiele dann starten willst, aber die verkaufen die trotzdem auch über Steam. Ist ja wie bei GTA, die haben auch Rockstar Game Launcher Bums. Drei richtige Antworten gemacht. In einer Runde, in Folge. Ja, du bist ja on a row, ey. Ja. Aktueller Zwischenstand ist Chris 36 Punkte, Bram 35, Jay 35 und Sepp 31. Ja, und wenn man nicht einmal geklickt hätte, hätte man jetzt 34. Deshalb hat Jay viel. Wahnsinn. Spiel 13. Review 1. Aus meinen Fleischbällchen wurde Bolognese. Ja, bitte? Super Meatball. Das ist stark. Nice. 5 Punkte für den Bram. Nehme ich. Ihr seid jetzt drin, oder? Es wird einfacher. Super Mario Galaxy, Batuti, Full of Me. Das sind halt Spiele, die man schon mal gespielt und gehört hat.
Das ist absolut nothing similar. Und es steht halt Meat in der ersten Rezension. Also Story Bash war doch total easy. Ja, Trash Night Titel aus 61, ey. Ja. Oh, wie war ich kein Trash Night Titel? Justin in Real Life. Finde ich sehr schön. Vorletztes. Zwei Spielchen haben wir noch. Den Teil brauche ich. Und Review 1 ist: I ran over a rabbit by an accident. Nothing happened. At the... Ja, bitte, Sebastian. Das ist GTA. Nein. Er braucht den genauen Titel, Sebastian. Er hat 5 noch schnell gehabt. Hinterhergeschoben. Aber echt, der Rabbit wäre dann gar nicht tot. Was? Nothing happened and the rabbit kept happily running. 10 out of 10 nature friendly. Warte. Das sagt mir was. 730 Stunden ist eine Ansage, Alter. Ja, aber... Das haben wir doch auch. Und zwar exakt. Kann man Minecraft über Steam spielen? Wir haben exakt das. Passt das bei Bram ganz gut. Dass die... Christian. Ist das Hunter? Call of Wild? In irgendeinem Spiel haben wir das, dass du immer wieder Hasen überfährst oder so, aber das clientseitig ist. Ja. Wo war das denn? GTA. Also das hier haben wir auch gespielt. Ja. Ihr seht ja anhand des Kommentars, dass das vielleicht schon ein bisschen älter ist. Mit dem Hasen, ja. Das haben wir, glaube ich, auch exakt so gehabt. Gibt es auch Videos zu auf unserem Kanal. Christian. Euro Truck Simulator 2. Nein. American Truck Simulator. Nein. Euro Truck Simulator. Nein. Irgendwas Jonathan. Skyrim. Nein. Den hat er überfahren. Womit denn? Mit seinem Kutsche. Pferd. Mit seinem Pferd. Zum Beispiel. Ihr tut euch schwer. Ich gebe euch die Nummer 2. Aber I ran over kann doch auch, dass er da drüber gerannt ist, oder? Ja. Keep crashing, not the game, me. Chris. Breakfast. Nein. Da hast du keine Hasen. Bram. Ja, scheiße. Ich hatte gerade den Titel, der ist mir gefallen. Motor Mash, irgendwas heißt das. Das heißt ganz anders. Motor Mash. Das heißt ganz anders. Was haben wir denn gespielt, wo du immer wieder... Was ist das denn? Den Shit-Hasen du den überfahren fucking hast. Tiere-Platt fahren? Ich kann mich in dem Spiel nicht an Tiere erinnern, bin ich ganz ehrlich. Na, oh, toll. Das ist ja wieder super. Bram. Ist es Scrap-Mechanik? Nein. Oh? Ha, das ist aber... Da wäre das Game gecrashed, nicht man selber. Das Game crasht auf jeden Fall manchmal. Dann gebe ich euch noch den letzten Hinweis. Game is driving game, it has nothing to do with grids. Ach komm. Christian. Grid 2. Richtig! Ja. Es ist Grid 2. Yay. War ein geiles Spiel damals. Hat richtig Laune gemacht. Warm, Junge. Fick dich. Das war Dirt Showdown. So ähnlich ging das. Ah, gut. Ja. So wie du dich daran erinnern kannst. Ja. Und jetzt zur letzten Runde führt Bram mit 47. Ich hab gestern den Mario-Film geguckt. Ja, Jay mit 43 in Folge, dann Christian mit 42 und Sepp mit 39. Mega knapp, ja. Letztes Spiel, Review 1. Mehr, also es gibt nur einen Teil, den Tipp gebe ich euch. Es ist hart, aber ich mag es hart. Christian. Getting over it. Endlich ist es getting over it. Alt F4. Nein. Alt F4 2. Nein. Christian. Dark Souls. Okay, Dark Souls 3. Elden Ring. 2020? Dark Souls 2 müsste man sagen, fuck, oder? Ach, aber niemand mag Dark Souls 2. Aber es ist hart. Dark Souls 2. Okay, lass mal kurz überlegen. Es ist hart. Hart. Kingdom Hearts ist ja. Es. Hart. Scheiße. Also das Spiel ist schwer. Danke. Kein Thema. Wenn ich dich nicht hätte, ne? Ja. 2020. Super schwer. Mario Maker. Das Spiel ist nicht schwer. Auf Steam vor allen Dingen. Ich wollte einfach nur mal gucken, ob Bram da einfach jetzt drückt. Jetzt zwei sagen sollen. 13 Stunden. Ich mag es. Bleib hier ein bisschen länger auf dem ersten, falls nochmal jemand, weil... Jetzt gibt's noch die 5 Punkte, gleich nicht mehr. Sebastian. Ja, Automata. Nein. Das war gar nicht so schwer. Aber vielleicht mag er es auch einfach hart. Ich leider nicht ein, was hart sein könnte.
Tja. Hearthstone. Rock of Ages, das ist auch hart, weil es Rock ist. Ja, zwei, weil, nee, drei war das? Drei war das? Kann man auch nicht spielen? Ja, das war drei. Ja, Christian. Kingdom Hearts. Also doch Kingdom Hearts. Nee, that's right. Ich hatte, habe ich euch nicht am Anfang den Tipp gegeben, dass es auch nur einen Teil gibt? Achso, nee. Oh, nee, ich glaube nicht. Schwer ist. Ich dachte, das hätte ich gesagt, bevor ich das erste geöffnet habe. Ich glaube nicht. Vielleicht so, weiß ich nicht, vielleicht hat auch keiner zugehört. Vielleicht hat auch keiner zugehört. Vielleicht habe ich doch nur gedacht, ich sag, gebe euch mal den Tipp, es gibt nur einen Teil. Ja, jetzt habe ich schon sechsmal gedrückt, dankeschön. Ja, voll Peter. Sorry. Ah, nice, Peter. Wolf Team. Ich von Getting Over It gibt es nur einen Teil, oder? Ja. Das ist richtig. Will ich nochmal probieren. Für mich geht's lang. Ich geh da mal weiter. Ja, mach mal weiter. What I thought I was buying. 1930s Family Cartoon Funtime. Jonathan. Cuphead. Richtig! Oh ja. Jawohl! Stark, Jay. Und damit ist der Ausgleich gegeben an der Spitze. Es ist Cuphead. Weil Cuphead ist schwer und sieht aus wie ein 30er Family Cartoon. Ja, absolut. Das ist diese Show mit gewonnen zu haben, fühlt sich nicht richtig an. Warum nicht? Weil sich das nicht richtig an, weil ich ungefähr sechsmal gedrückt habe oder so. Man gewonnen hat und dann habe ich allein meine gewonnen Frage hat. Gedrückt. Ja, das weiß ich. Deswegen fühlt sich das nicht verdient an. Ach so, okay. Danach fragt niemand, Jay, nur wie gut du gedurft hast. Jetzt fragt morgen keiner mehr drüber. Eben. Ja, herzlichen Glückwunsch an Bram und Jay, die gemeinsam 55 Punkte haben. Herzlichen Glückwunsch, gefolgt von Christian. Und das war Steam-Spiele erkennen. Herzlichen Dank an Pythagorion und Cetros für diese illustre Liste, wo es wirklich ein schönes Auf und Ab gab. Schöne Abwechslung. Und euch jetzt noch einen wunderschönen Tag. Bis dahin. Haut rein. Tschüss.